Herr Markwurt, ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen über Fußball reden kann. Sie sind ja bekanntermaßen Fußballfan, Bayern, Darmstadt und SV Untermenzing. Ich habe hier meine Bürotasse mitgebracht. Wie man sieht, ein Fußball auf einem grünen Feld. Diese Tasse hat mir mal ein ganz guter Freund geschenkt, der leider viel zu früh verstorben ist, weil meine Jungs auch intensive Fußballer waren. Und so begleitet mich Fußball jeden Tag. Aber Bayern, Darmstadt verstehe ich. Aber welche Bedeutung hat für Sie SV Untermenzing? Der SV Untermenzing ist ein kleiner Verein mit etwa 1000 Mitgliedern, wo mein Enkel, der Lenny, seit seinem 5., 6. Lebensjahr spielt, schon 18 Jahre spielt er da, war in der E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend, dann spielt er in der Reserve mit großem Vergnügen. Sein Vater, mein Sohn, steht immer am Spielfeldrand und ich bin auch oft dort. Da gibt es keine Sitzplätze und kein Catering und nichts, aber es ist totaler, schöner Breitensport. Und es gibt ja 1000 SV Untermenzings, kleine Clubs, da sieht man auch junge Frauenmannschaften auf der Bezirkssportanlage, da tummeln sich Tausende von Kindern, die sich über ein Tor genauso freuen wie die Millionäre in kurzen Hosen. Ich finde ja am Fußball so toll, dass dieser Sport jungen Menschen unglaublich viele Möglichkeiten eröffnet. Ich kann das so von meinen Jungs sagen, die waren beide Torwart und der hatte dann sogar ein Scholarship, also ein Stipendium bekommen von einer amerikanischen Universität. Ist dann dort in die USA gegangen, hat dort studiert, dann wieder in Deutschland, dann in England und ist jetzt bei einem internationalen Konzern tätig. Das heißt, über den Sport kann man einen unglaublichen Schritt in das spätere Berufsleben machen, egal ob man Profi wird oder ob man das dann eben auf einer Breitensport oder auf einer höheren Breitensportebene betreibt. Also das finde ich schon total klasse. Das wird gar nicht so gesehen. Also diese Bedeutung. Ich kann auch beobachten beim SV Untermenzing und manchmal fahre ich auch zum Auswärtsspiel mit, dass der Fußball ein großer Integrationsfaktor ist. Da spielen ja Jungs aus 6, 8 Nationen. Manchmal spielen sie gegen Türkgücü oder ein FC Kroatien. Da sind die Eltern wahnsinnig temperamentvoll, da muss man halt immer Mitgefühl mit dem Schiedsrichter haben. Aber das sind deutsche, englische, armenische Jungs aus allen Ländern der Erde. Die kommen da zusammen und sind eine Mannschaft. Wo gibt es das sonst noch? Also das muss ich sagen, das ist sehr schön. Und deswegen gehe ich genauso gern zum SV Untermenzing wie zu meinem alten Heimatverein Darmstadt, muss man ja erklären. Bayern muss man nicht erklären, da war ich 20 Jahre im Aufsichtsrat, im Verwaltungsbeirat und bin da so ein sogenannter Edelfan. Aber ich bin in Darmstadt geboren und habe dort in der Schülermannschaft gekickt. Und seinem alten Verein ist man ja treuer dem ersten Verein als der ersten Liebe. Die erste Liebe hat man vergessen, den Verein nie. Ich muss zugeben, dass ich zu langsam war. Welche Position hatten Sie denn? Ich habe rechter Verteidiger gespielt und wenn der Ball vorbei war, habe ich manchmal den Gegenspieler getroffen, da gab es Elfmeter. Aber ich habe da Dauerkarten in beiden Clubs und freue mich, dass Sie jetzt mal in der Bundesliga beide gegeneinander spielen. Ja, und wem drücken Sie dann die Daumen? Ah, das hängt von der Situation ab. Wir malen mal verschiedene Situationen. Also wenn Bayern München, was ich mir wünsche, meilenweit vorn ist in der Liga, schon den nächsten Titel in Aussicht hat und die Darmstädter krebsen unten rum, die werden ja viel verlieren. Und dann bin ich für Darmstadt, wenn sie dann einer der 3 Punkte gegen den Abstieg holen. Wenn aber Darmstadt gesichert ist, dann bin ich wieder für Bayern. Im Zweifelsfall unentschieden, aber am Ende Oktober spielen die Darmstädter hier in München und da werde ich in diesem Haus hier eine Party machen für mitgereiste Darmstadt-Fans inklusive Präsident, bei dessen Hochzeit ich übrigens war. Und da werden wir uns gute Stimmung auf das Spiel vorbereiten. Ich wurde gefragt, ob ich die Party nicht nach dem Spiel mache. Ich sage, nein, aber wahrscheinlich schlechtere Laune. Das war sicherlich weise. Ich muss sagen, mir imponiert der FC Bayern enorm. Ich habe gegen Ende der letzten Saison habe ich die Pressekonferenz verfolgt, als eben Oliver Kahn abgelöst wurde und der Herr Dresen der neue Chef wurde. Und ich kannte den ja noch nicht so, ne? Also man, der ist ja nicht derjenige, der so medial in der Öffentlichkeit steht. Und was ich so richtig gut fand, den Satz, das war der, als er sagte, der FC Bayern, das ist nicht nur ein großer Verein, das ist ein Konzern und ein
und er muss auch wie ein großer Konzern, wie ein großes Unternehmen geführt werden. Da habe ich mir gedacht, endlich spricht mal einer aus, dass Fußball, professioneller Fußball, auch wirklich professionelle Strukturen braucht und das Ganze nicht vergleichbar ist mit dem Freizeitsport. Also es hat mir unheimlich gut gefallen. Also der Dresen, dessen Wahl ich gut finde, der war ja schon ausgeschieden, ist ja von Haus aus ein Banker, ein Finanzer und der sieht das richtig. Der steht an der Spitze des größten Vereins der Welt. 300.000 Mitglieder und täglich werden es mehr. Also, und die machen mal riesige Umsätze. Die Geschäftsstelle hat, glaube ich, über 1.000 Mitarbeiter. Also das ist ein absoluter Konzern. Und das muss man auch sein, um international mitzuhalten. Und deswegen finde ich auch die Verpflichtung von Kane richtig. Ich weiß, es wird immer diskutiert, soll man so viel Geld für einen Fußballspieler ausgeben? Ich muss sagen, wenn man internationalen Anspruch hat, den der FC Bayern mit Recht hat, dann muss man eben auch internationale Klassenspieler verpflichten. Und außerdem kommt ja das Geld über die Merchandising-Artikel, über die Trikots und allem drum und dran wieder rein. Und ich finde es einen richtig guten Zug, dass der FC Bayern Harry Kane verpflichtet hat. Ich freue mich drauf, den mal so ein ganzes Spiel sehen zu können. Und die ganze Bundesliga freut sich drauf. Der FC Bayern München, der Ruhmreiche, viel beneidet und gelästert, schenkt der Bundesliga eine Attraktion. Der Harry Kane kommt, da sehen die Leute mal endlich den Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der im Übrigen ein toller Sportsmann ist. Ganz solide Familie, 3 Kinder, das 4. wird vielleicht in Deutschland geboren. Ja. Ja. Und wie Sie sagen, Merchandising. Sein Trikot mit der Nummer 9 ist jetzt, glaube ich, schon 10.000 Mal verkauft worden. Mhm. Das kostet viel Geld, aber die Leute kaufen sich das Trikot. Und ich hoffe, dass diese Investition sich auch in der Champions League auszahlt. Wenn man da weiterkommt, gibt es ja große Batzen Geld. Wenn sich einer einen tollen Spieler leisten kann in Deutschland, dann ist es der FC Bayern. Und ich finde es auch gut, dass er es macht, muss ich sagen. Jetzt das erste Heimspiel ist gegen Augsburg, ein Bayern-Derby. Ihr Tipp? 3-0. Also ich sage 5-0. 3-0 ist zu wenig. Also machen wir Kompromiss. 4-0. Okay, so machen wir es. 4-0.